Da dreht er so ganz dezent das Mikrofon. Ja, ich will jetzt in Ruhe den Holocaust leugnen, dass die veröffentlicht werden. So, und während hier die Musik im Hintergrund langsam leise wird und verstummt, eröffne ich diesen wundervollen neuen Plumpkast. Oh, wir können hier gerade nicht Kling-Klang machen mit unseren Gläsern. Oh ja, genau, das soll ich holen. Hol das nochmal gegen. Leute, willkommen diesem neuen, spritzigen, wundervollen Podcast. Heute wird es ganz rasant, also ich kann euch sagen, die Kulisse hat sich hier drastisch geändert, weil was jetzt... Was trinkst du? Ich habe nichts mehr da. Ich nehme Wasser. Mein O-Saft ist nämlich alle. Außerdem ist der im Programm nicht enthalten, wenn es geht um Toastbrot. Eigentlich ist die Küche nur einen Meter entfernt, aber ich rede mal lauter, damit eure Wohnung größer klingt. Ja, und damit unsere Stimmen ungefähr gleich laut sind. So, professionelles Podcasting habe ich gehört. Da sind beide ungefähr gleich vom Mikrofon entfernt. Wie dem auch sei. Wir haben einen View-Boost erhalten. Haben wir das? Im letzten Podcast. Der ist ziemlich durch die Decke gegangen. Und diesmal wollen wir noch ein bisschen mehr durch die Decke gehen. Und zwar haben wir einen neuen Trendsport auf YouTube entdeckt. Der ist jetzt im Kommen. Logan Paul Hating. Ja. Da gibt es einen Typen, ja, das glaubt ihr nicht. Der hat eine... Also, boah. Ja, da kommen wir doch gleich zu, würde ich sagen. Bevor wir dazu kommen, wollte ich noch ganz kurz sagen, wir sind heute richtig wild. Wir haben die Kulisse geändert. Wir sitzen, ich sitze heute rechts. Ja, wir filmst ja gar nicht mit der Kamera. Oh, scheiße. Das wird die Aufnahme jetzt abkackt. Ob du mal hier mit mir anstößt, bevor du was einschenkst? Nee. Hört ihr das plätschern? Ja. Das internationale Logan Paul Aufreging auf Nosterafakt wird heute stattfinden. Und auch auf der Website vielleicht. Wenn ihr... Die kündigen wir später an. Übrigens, wenn ihr aber das ihr findet hört, diesen Podcast früher oder später auch auf unserer Website. Badumkast. Wenn ihr das hört und es Sonntag ist, haben die SPD-Leute über die GroKo abgestimmt, höchstwahrscheinlich. Du bist pro oder contra? Ich bin da eher contra. Das war ein Statement. Du bist pro oder contra? Ja, beides. Genau. Das war ein Statement jetzt. Oder ist doch kein... Egal, auf jeden Fall, wir sind beide contra. Ah, okay. Contragan? Mach mit deiner Anmod weiter, ich muss essen. Meine Anmoderation. Ja, Herr Rodes ist nämlich gerade, wie sich das so gehört, ist der Witz noch witzig? Dann machen wir noch 5 Folgen weiter, wenn das nicht so der Fall ist. Also, wir haben hier wirklich reichhaltige Themen vorbereitet. Ich muss hier das einmal gegensteuern. Ich habe wie immer professionell auf meinem Aufnahmegerät Notizen gemacht. Das läuft jetzt auch hoffentlich noch weiter. Jetzt gehen wir hier in der wundervollen Plattform Telegram dahin. Wundervoll. Gut, wir haben erstmal hier Podcast 11 vorliegen. Was hast du mit 11 gemacht? Das ist ja immer so die spannendste Frage. Ich komme drauf zurück. Okay, im nächsten nicht Podcast. Hätte nicht geahnt, dass die Frage kommt. Hatte ich jetzt richtig von hinten kalt den Schauer des Rückens hoch. Geht nicht so eine Scheiße jetzt hier. Mach mal jetzt gut. Hier. Also, Logan Paul ist das große Thema, oder? Nee, das würdest Logan Paul du ist überhaupt gar kein Thema. Ja, aber trotzdem würde ich da ganz gerne nochmal irgendeinen Hebel ansetzen. Sag dann dazu, aber wir kriegen dadurch auf jeden Fall keine Klicks. Doch, wir gehen viral dieses Mal. Na gut. Okay, Deal. Ich blende das Foto ein. Oder vielleicht mache ich das Foto sogar als Thumbnail. Dieses nicht gelistet, privat, öffentlich, viral. So. Ihr werdet sehen, aber nur wenn ihr nicht auf unserer Website seid. Ja. So, Website. Ich hätte gerne über die Website gesprochen. Weil. Kannst du machen, wir müssen sie nur nicht ankündigen. Stimmt, also es gibt da eine Website. Bist du damit zufrieden? Du hast ja jetzt, du bist ja eher so die Exekutive in dem Szenario. Also der Hintergrund ist jetzt Frotte. Mhm. Es gibt einige Auswahlmöglichkeiten. Man kann dort den Podcast hören als Audio. Es gibt ein richtig spritziges Menü. Also, es gibt ein spritziges Menü. Wo man sich durchklicken kann, so. Das dreht, das scrollt auch mit, hast du mir gezeigt. Ja, das scrollt auch mit. Ja. Und bald ist auch für Smartphone Anbindung. Wann kommt denn die App? Die App steht etwas weiter hinten an. Okay. Wir werden in Zukunft, es gibt YouTuber, die Idee kam mir kürzlich, einige YouTuber haben einen eigenen Film, ein eigenes Buch. Mhm. Was fällt dir noch ein, was YouTuber so haben? Merchandise. Eigenes Merchandise, Parfüm, eigene T-Shirts, eigene Parfüms, eigene Duschschaums. Ja. Ja. Und wir wollen jetzt halt mal was ganz, wir wollen das nicht alles nachmachen, wir machen was ganz Neues. Wir wollen jetzt, wir sagen mal ehrlich, heute ist Mittwoch. Ja, ganz ehrlich sagen wir das. Der 17., glaube ich. Ja. Und
Vielleicht könnt ihr, vielleicht ist das retrospektiv dann, wenn man das am Sonntag hört, witzig. Okay. Naja, ich will damit sagen, der Nostra Coin, unsere eigene Kryptowährung, kommt. Gott. Ich kann ja nicht drüber nachdenken, ohne zu erbrechen. Wieso? Nee, ich habe gerade getrunken. Das war mehr ich habe schon eine Idee für ein Logo. Das könnte so mit so einem Ninja sein. Ja, doch. Ja, ja. Und dann rundherum. Genau. Und Gold vielleicht. Oder Ninja mit so zwei Strichen durch, wie beim Dollar. Ja, doch, das hat Potenzial. Also der Nostra-Coin wird die neue, die YouTuber-Kryptowährung, die ersten YouTuber, die ihre eigene Kryptowährung haben. Das ist gut. Und wenn das fertig, sag ich doch. Ich hab dir gestern eine Nachricht geschrieben, ja, und habe ewig auf eine Antwort gewartet. Ich habe da aber, ja, ich war auch zu Gange. Ich habe nicht die leichteste Ahnung, wie sowas alles funktioniert. Auch wenn ich das vorhin im Prägespräch hier angedeutet habe, dass ich die hätte. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich weiß nicht, wenn wir das denn haben, wie das dann... Wie macht uns das reich? Die Leute kaufen Nostra Coins von uns. Ey, das ist ja genial. Okay, machen wir. Das machen wir. Und die Nostra Coins werden dann immer teurer, sodass wir sie teuer verkaufen können. Das ist doch ganz einfach. Was gibt's denn nicht zu Also, verstehen? Wir haben nur begrenzt Vorrat an diesen Coins. Unser Pass Coin. Auf, es gibt immer einen neuen Coin, wenn wir viral gehen mit einem Video. Ist? Ist. Gut. Schön. Womit bezahlen wir die Miner? Ja, bin ich am Ende. Mit unseren Grafikkarten oder so. Nein, mit exklusiven T-Shirts. Ah. Geil. Ja, T-Shirts ist auch ein gutes Stichwort. War Absicht. Ich kündige mal nichts an, aber... Ach, scheiße, jetzt weiß ich wieder. Am 1.2. habe ich... wir wissen noch nicht, ob das was wird, aber ich habe eine kleine Operation an meinem Zahn und vermutlich werde ich die unter Halbschlaf bla machen. Werde dann aufgeweckt... Und blicke in das wundervolle Gesicht von Herodes. Meinst du, red erstmal kurz? Ja, und dann wäre der Plan, dass wir einen Narkose-Podcast aufnehmen. Oder vielleicht nur einen halben oder ein Viertel-Podcast, weil ich kann mir vorstellen, dass das auf Dauer vielleicht nicht so geil ist, wenn ich dann nur Scheiße labere. Ich mich frage, finden die Ärzte das cool? Das ist, ich habe das schon mal miterlebt und da bist du in so einem Nebenraum, da ist niemand drin eigentlich. Mhm. Da liegt man einfach nur auf so einer Britsche. Also das zwischen Strophe und Chorus. Mhm. Ja. Gut, das wäre die Idee. Und danach, am 2. in Erfurt, sind nämlich die Leute von Huyu. Da kann ich jetzt eh schon mal sagen, weil die Leute haben uns ja jetzt schon... Du kannst nichts sagen, das ist ein Zahn-OP. Die sind auf jeden Fall in Erfurt und die wollen da was machen und haben mich gefragt, ob ich da mitkomme. Du kannst natürlich auch irgendwie, aber das ist, wird halt so ein... Macht mal irgendwas, um die Leute daran zu holen. Wie auch immer, Huyu, eine junge, aufstrebende Firma von einem Freund von mir, von damals, der auch in der Public Prank Compilation Berlin drin zu sehen ist. Kannst du aufstreben? Gibt es den Huyu Coin? Nein. Dann sind die nicht aufstrebend. Stimmt, die sind auch noch nicht an der Börse. Bedenkt bitte, heute ist der 17. Januar. Witzig. Und über diese Leute, die machen halt so Fairtrade und so, Klamotten, oder wollen es, sie haben ihr Business gestartet dieses Jahr. Und haben die auch schon eigene Vertreter? Mhm. Ja, das machen die alles selbst. Ja. Mhm. Ist. Ja, und darüber gibt es eventuell früher oder später irgendwann mal in 2-3 Jahren sowas wie Merch von uns. Wenn das alles mit Steuer und Hinterziehung abgeklärt ist. Wir können uns unser Nostra Coin bezahlen lassen, dann gibt es keine Steuern. Das wird ja immer besser eigentlich, oder? Naja, was sage ich denn? Wie macht man das? Man kauft sich einen Coin und von den Coins bezahlt man dann das Merchandise oder was? Ich bin so ein Laie auf dem Gebiet. HTML. Ein HTML-Laie. Ja, HTML-Laie. Ja, also wir könnten die Nostra Coins quasi kostenpflichtig vergeben. Und mit den Nostra Coins kann man sich dann wieder T-Shirts kaufen. Doch, das ist richtig clever. Aber das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch viel zu einfach. Das würden doch alle so machen. Machen doch alle so. Echt, ja? Geil. Das machen wir. Das machen wir. Okay, nach der Webseite kommt der Nostra Coin und dann vielleicht die App. Der Nostra immer, Coin immer hat langsam. Der Nostra Coin hat keine App, by the way. Shit. Das ist der unsicher Coin 2.0. Ja, gut. Ja, Huyu. Ach, endlich kannst du über Informatikwitze lachen, das ist doch super. Ja, dann muss man sie halt so ein bisschen... Ach so, Logan Paul wäre so das nächste. Alter, wir sind schon bei 10 Minuten heute. Sind wir aber, heute haben wir einen richtigen Run. Deine Pizza ist noch nicht mal halb fertig. Mhm. Logan Paul, ich würde ganz kurz zumindest mal ernst
drüber reden. Kau ich ein bisschen weiter weg, okay? Kau mal ein bisschen weiter weg. Nur ganz kurz. Muss ja auch nicht speziell das Thema sein, sondern allgemein dieses, es passiert was und alle stürzen sich drauf. Und das finde ich persönlich eigentlich noch ein bisschen abartiger als das, was eigentlich passiert ist. Wo ich, glaube ich, auch liberaler bin als die Mehrheit, weil ich mir denke, heult nicht ganz so sehr rum. Der Tod ist zu sehr Tabuthema, meiner Meinung nach. Klar ist es nicht cool, was er gemacht hat, so, aber man kann es auch übertreiben. Ich habe mir das Video auf Live League angeguckt. Klar war es nicht irgendwie geil. Ich fand halt seine anderen Japan-Videos wesentlich schlimmer. So, er hatte schon. Egal, ich verteidige nicht. Da kriegen wir. Doch, wir müssen viral gehen. Logan Paul hat das übelst geil gemacht. Wie dem auch sei, was ich eigentlich sagen will. Alle News-YouTuber, ich weiß genau, irgendeinen Herr News-Time, ich meine es ja gar nicht böse oder so. Oder eine Maggie, die irgendwas zum Thema machen will. Jeder kommt an und sagt, ich muss schnell was dazu machen. Das weiß ich ganz genau, dass dann nicht irgendwie der Anspruch ist, irgendwie ein investigatives Video über Logan Paul zu machen, sondern möglichst schnell, damit man auch noch Views abgreift. Und das, du willst damit sagen, als wir vor der Jakobskirche standen und Kalle meinte, mach ein Video über Leon Mascher, dass es dann investigativ war. Also das war ja ein bisschen was anderes. Weil wir müssen die Clips-Klicks abgreifen, oh, wenn das viral geht. Also das habe ich auf jeden Fall nicht gesagt. Ich weiß auch nicht, ob Kalle das so gesagt hat. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich war ja echt noch so kurz davor, das überhaupt nicht zu machen, weil ich dachte, am Ende kriege ich noch irgendwie Stress, deswegen hatte ich auch keinen Bock. Ja, aber Leon Mascher, da waren wir halt selbst dran beteiligt. Darum ging es da ja. Mhm. Viralstes Video der letzten 12 Monate übrigens. Meinst du, wenn der erhangene Typ gewusst hätte, dass er mal berühmt wird, ob er es dann nicht gemacht hätte? Aber dann wäre er ja nicht berühmt geworden. Eben, das ist so ein Perpetuum-Katze-Problem. Entschuldigung. So ein Schrödingers Perpetuum, ne? Mhm. Ja. Nein, dann ja, hätte der trotzdem gemacht. Hast du die anderen Videos gesehen aus Japan? Nee, mich hat das überhaupt nicht gejuckt, muss ich ehrlich sagen. Mich hat der Typ nicht gejuckt. Das ist trotzdem. Ich finde ihn halt affig, aber es war so. Ja, und was natürlich dazu kommt, durch die ganze Logan Paul ist so scheiße und so, er hat natürlich viel mehr Klicks und viel mehr Abonnenten gemacht in der Zeit, wo alle ihn gehasst haben. Ja, aber jede PR ist gute PR. Ja, er hat ja einige Deals verloren. Ja, ist richtig, aber so bekanntheitsgradmäßig hat es ihm auf jeden Fall nicht geschadet. Dass jetzt irgendwie die Leute sagen, den gucke ich nicht mehr oder so, kann ich mir nicht vorstellen. Wie dem auch sei, viel zu ernst, viel zu ernst. Wann machen wir unseren eigenen nächsten Skandal? Was macht man da? Steuerhinterziehung mit dem Nostra Coin? Doch, das klingt gut. Aber da müssen wir ein Video. In die Trends kaufen mit dem Nostra Coin? Doch, ich sehe da echt viel Luft nach oben. Ja, ich sag doch, ich war übelst begeistert, wie ich dir die Idee geschickt habe. Können wir vielleicht auch noch ein gestört, aber eine gebildet, aber sexy Lied machen? Der Nostra Coin. Naja, klar. Geil. Wir müssen nur mal anfangen. Wir kündigen es auch schon seit einem Jahr an. Nein, ein halbes vielleicht. Okay. Naja, also warum war gestern Robin nicht am Telegram den ganzen Tag? Ist es so? Halt deine Fresse. Robin erklärt häufig Ausländern Witze, die nur auf Deutsch funktionieren. Das ist richtig, ja. Ich habe die ein oder andere internationale Korrespondenz und weil ich ja nett und zuvorkommen sein will, erkläre ich dann gerne mal Dinge auf Deutsch. Und wenn dann Herr Rodes seine ganz super tollen Witze macht, dann sind die schwer zu verstehen für jemanden, der kein Native Speaker of German Language ist. Eigentlich sind die auch schwer zu verstehen für deutschsprachige Leute. Eben, deshalb finde ich das ganz dumm, wenn wir da vor Fritz Bitte stehen und du versuchst, einen Asiaten zu erklären, was es heißt, wenn man sagt, is. Ja, aber it's the same like it is, but it is not it is. It's like it's funny, but it's not funny. Ja, aber ich finde, ist... Und die ist dann auch höflich und guckt dann und erzählt, sie würde das verstehen. Das stimmt überhaupt nicht. Ey, na, ich finde, von all den Sachen, die ich erklärt habe, ist noch das am besten Erklärbarste so. Was bedeutet denn ist? Und man kann vor allem keinen deutschen Satz sagen, oder ist er... He just said it. witzig. Ja, aber von dem ganzen Englisch sprechen tatsächlich, das ist super weird manchmal gerade. Denke ich in Englisch. Das ist super komisch. Egal, ist. Wir haben ja so richtig was? Mach ich gerade. Ja, hört ihr das? Er schmagoloritzt. Ja, nämlich wir haben da ja so ganz, ganz scharfes Vokabular hier am Start. Naja, ist und so. Mhm. Das kam ja... Was war das? Es kam, was? Das versucht, irgendwas mit Zorn vom Dach zu erklären.
Ja. From the roof. Ich habe keine Ahnung. Aber manche Sachen. It's like in Wonderland oder so. Ja, stimmt. Also, wenn, das war ja das beliebteste Video aller Zeiten. Der Grinch, daher sagst du ja Glühweinsonn vom Dach. Und das erklärt das eine Asiatin, Alter, auf Englisch. Viel Spaß. Mein englisches Äquivalent war, glaube ich, Glühwein, because, hörst du? Ich bin dumm. Weil man Glühwein auch im Englischen sagen kann, soweit ich weiß. Glühwein from the Wonderland oder so. In the Wonderland. Alice, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Lass uns darüber nicht so ins Detail gehen. Ich wollte eigentlich kurz sagen. Ist dir peinlich. Ist mir super unangenehm. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dieses Is, finde ich, ist gut. Wenn ich weihe euch jetzt hier ein, wenn irgendetwas gut ist, dann kann man einfach nur Is sagen. Ihr werdet sehen, das fühlt sich einfach gut an. Maggie, was gibst du uns hier? Ah, mein kümmerlicher Grundstadtbändchen. Wie viel Kaugummi ist da dran? Das geht doch. Is. Kann man nochmal kleben. Sieht doch gut aus. Häng ich mir an die Wand zu meinen anderen beiden. Was hast du da gerade von Margarete erhalten, um hier mal irgendwie die zahlenden Zuschauer einzubinden? So ein grünes Bändchen, na, auf jeden Fall. Ja, ja, Eloquenz. Also ich bin der Meinung, der Grinch, sehr viele Leute haben es sich gewünscht. Mhm. Die haben das bekommen. Und es gab auch einige Leute, die es nicht unbedingt sehen wollten. Wer hat sich das gewünscht? Viele in den Comments, da sieht man immer, hey, ich will mehr Grinch und mehr Captain Awkward. Ja, gut, das stimmt. Ich dachte jetzt speziell der Grinch. Ich würde grinsen, wenn ich ein Berliner YouTuber wäre und die Idee, einen Podcast zu machen, geklaut hätte. Das stimmt, das habe ich in meinen Notizen vergessen. Shoutout geht erstmal raus an David Hein, das dumme Schwein, weil der hat halt keine Ideen. Ne? Der hat einfach keine eigenen Ideen. Ich weiß ja, ob ihr es schon gehört habt. Eigentlich sind wir die Sexisten. Der hat den Titel abgegriffen, der Assi. Der hat sich halt selbst einen gleichnamigen Co-Moderator an seine Seite gesetzt, weißt du? David oder Robin? David in dem Fall. Mhm. Weil der Co-Moderator Robin heißt. Mhm. Ja, also der kommt wirklich auf keine eigenen Ideen. Mhm. Ich würde dann gerne mal euch dazu aufrufen, alle auf iTunes zu gehen und auf Soundcloud und da ganz schlechte Sterne zu geben. Haben die da Sterne auf iTunes? So Sterne, wo links und rechts so Pech runterläuft und Stacheln. Na. So, ja, den Judenwitz ersparen wir uns an dieser Stelle. Was? Mit Pech? Ja, gut. Ein schlechter Stern ist für dich ein Davidstern, oder was? Shit, jetzt hast du mich auch in die Ecke manövriert, in der nächste virale PR-Stunt à la Logan Paul bestehen wird. Nein, das sind ganz gute Sterne. Meine Güte, ich wollte einfach nur irgendwas... Für manche Leute zu gewissen Zeiten war das kein guter Stern. Na, das stimmt jetzt nicht. Das stimmt so nicht. Hört's auf. Gut. Gut. Sonst wird der Podcast noch gestrikt. Ah, du bist ja ein Überleitungsking. Wir haben nämlich hier ein richtiges Millenniumsereignis auf Nostra Forts zu feiern. Wir haben... Nach all den Jahren von Nostara Härtetest, wo Ecke mit seinem Penis schlagert und ein Ei aus seinem Tanga fällt. Und wir rechtsradikale Lieder singen. Lieder von rechtsradikalen Bands. Lieder von rechtsradikalen Bands, die sehr übertrieben sind, die wirken wie eine Parodie von den Ärzten und wir haben es auch genannt, die Ärzte, bla bla. All diese Sachen sind passiert und teilweise wurden Videos auch runtergenommen, aber nie gab es einen Strike. Doch jetzt. Gibt's einen Strike? Ja. Hast du das Video nochmal gesehen? Nee, gell? Ich weiß nämlich, welches ist. Das ist im Bad. Wo ich irgendwie auf so einen Arsch filme, sage, bewerte diesen Arsch von 1 bis 10 und dann filme ich auf euch, bewerte diesen Arsch von 1 bis 10. Mhm. 20 Sekunden, bla bla. Nichts passiert so. Es ist halt auch kein nackter Arsch. Es ist, wenn man jetzt zum Beispiel Vitali, der Pranker aus Amerika, der ist ganz oft am Strand von Miami oder Los Angeles, da sind dauernd irgendwelche Ärsche mit Tangas. Ist nicht. Wir haben einfach so einen ganz normalen Schlüppi-Arsch vorliegen. Strike, sexuell, pornografisch. So. Was? Deine Reaktion war ja wirklich die beste. Es war so richtig so, wenn das jetzt noch zweimal passiert, ist der Kanal weg. So, ja, und ich so, ist ja erstmal ja, keine Lüge, ne? Wär doch lustig. Da hätten wir es geschafft. Also das ist entweder ein Millionen-Hit auf Nostra Forts oder drei Strikes. Was? Es ist ein richtiger fucking Strike. Rein ist der Kanal dicht. Dünn, dünn, dünn. Ja, für mich war... Für mich. Nein, unser Nostra Forts, das machen wir jetzt.
Zum Glück haben wir jetzt die Ausweichs-Website. So 200 Klicks hat und wir eben noch nie Geld mit verdient haben. Also wir dürfen jetzt auch kein Geld verdienen, solange der Strike besteht übrigens. Also, oh nein. Wenn wir jetzt viral gehen, richtig scheiße. Mhm. Was wollte ich sagen? Ja, es war ja nicht, dass der Kanal dicht ist, sondern es hat mich überrascht, dass das wirklich so ein richtiger Strike ist und nicht, dass das Video halt einfach offline genommen wurde. So, ist ja nochmal ein Unterschied. Das ist ein waschechter Strike. Fuck. Waschechter Streitson vom Dach. Streikson. Strike. Oh Gott, oh Gott. Gut, willst du zu Logan Paul noch was sagen, oder? Also nee, geht nicht. Geht einfach nicht. Bist du einfach... Stehst klickt, du drüber, klickt oder? Klickt hier, wenn ihr wissen wollt, dass das nicht geht. Mhm. Oben wird an dieser Stelle so ein komisches... Ich frage mich immer, wer das benutzt. Kennst du das, wenn... Kennst du das? Mhm. Wenn du ein YouTube-Video guckst, ne? Und oben rechts, da kommt so ein Informationsding rein. Mhm. Hast du da jemals drauf gedrückt? Das Problem an diesem Informationsding, ich gucke das Video, dann gucke ich hoch, dann will ich drauf, nehme ich die Maus, klick drauf und in dem Moment verschwindet's. Ach so, ich dachte, in dem Moment denkst du dir, nee, ich gucke erstmal das Video fertig, bevor ich aufs nächste drücke. Weil das ist so mein Gedanke. Naja. Es kommt dann innerhalb von einem 10-Minuten-Video an Minute 2 kommt oben so ein Scheiß und dann denke ich mir doch nicht, ja, okay, pausiere ich mal das erste Video, gucken wir das zweite an, wer da nochmal weiter verlinkt, um dann nach einer Stunde aufs erste zu... Dann ist es eine Endlosschleife. Ja. Rekursiv quasi. Ja. Ja. Perpetuum kursiv. Nicht? Ja, genau. Nee, ich bin eher so der Wegklicker, was das angeht. Werbung lese ich mir jetzt auch nicht unbedingt durch. Also, es ist eher so, Kästchen aufploppen, X weg. Ich weiß nicht, also, ob es Leute gibt, bei denen diese Werbung irgendwie Sinn macht, dass die drauf gucken und denken, boah, ich interessiere mich für dieses Produkt. Gut, nächstes Thema. Großes Ding. Wir haben zu keinem Zeitpunkt jemals darüber gesprochen. Es war ein einschneidendes Event in unseren beiden Leben. Wir haben es zusammen durchstehen dürfen. Es ist die Bumseparty gewesen. Mhm. Fandst du die Bumseparty denn gut? Wenn du mal so ein Resümee ziehst. Ich muss halt sagen, es war so eine 2-. Eine 2-? Das ist aber schon... Also für mich wäre es eher so eine 3. Ja. Hm. Was ist denn die Bumseparty? Also man muss es im Kontext Project der Ankündigung... Project X Hangover. Genau. Im Kontext der Ankündigung muss man es sehen. Und da ist es definitiv nicht mehr... Heute werden alle Regeln gebrochen. Heute wird gefickt auf dem Dancefloor. Du bist doch so bei dem Wort fickt doch so ein Sabber. Mit rausgeschossen. Und das Kondom hinterher. Und eine Prostituierte. Ja. Ja, also große Bumseparty, es war Ende letztes Jahr. Und dann einzelnen Nougat, bitte. Ich wusste, dass ich dich damit kriege. Und noch so ein weißhaariger Typ, der löffelt hinterher. Mann, die Leute wissen doch gar nicht, wen wir meinen. Ich auch nicht. Gut. Gott, oh Gott. Ein weißhaariger Typ. Also einer unserer Zuhörer, der weint jetzt gerade vom PC. Das will ja auch keiner hören. Oh Mann. Weil die Vorstellung ist, dass jetzt gerade hört, wie wir lachen und noch mehr flint. Und es gibt so 5 Minuten vor und da ist und wir lachen ganz so. Es gibt so durch. Die nächste 40 Minuten noch. Aua, jetzt habe ich hier Bauchweh. Ja, Leute, die besten Insider sind immer die, ne? Die wirklich keiner versteht, der zuhört. Gut. Puh, gutes Ding. Um was ging es eigentlich, die Bumseparty? Hm. Achso, ja, wir haben ausgespuckt. Gut, Bumse-Party. Das war ganz so ein exponentiell hochgeschaukelter Gag, das war ganz übel. Ja, und keiner kann mitlachen. Gut, Leute, also Bumseparty, letztes Jahr groß angekündigt, das war am 27.12., glaube ich. Heute fallen alle Hüllen, heute wird in Buchse bestellt an der Bar und alle drehen durch. Alle, was war es, wer die meisten Würstchen in seinen Hals reinsteckt, kriegt 5 Wodka gratis, ich habe keine Ahnung. So, kurz überflogen. Wenn du heute hier nicht mitmachst, ne, dann kannst du morgen nicht mit drüber reden. Ist ja auch grundsätzlich erstmal eine richtige Aussage. Hm. Aber wenn halt morgen keiner darüber redet... Kannst du auch nicht drüber reden. Ja. So. Gut, war in Erfurt. Kriegen wir Probleme, wenn wir den Schuppen erwähnen? Wahrscheinlich nicht.
Ja, wir können auch einen Decknamen nehmen. Haben wir vor allem schon mal. Fällt mir gerade ein. Das war am allerersten Podcast, glaube ich. Da ging es irgendwie Stadtpark Grünanlagen-Dings. Erinnerst du dich? Klangereignis Grünanlage. Genau. Klangereignis Grünanlage. Gut. Irgendwie so. Da waren wir zugegen auf jeden Fall. Und ja, wie ihr es euch vorstellen könnt, ne, wir kommen dahin, das ist der reinste Swinger-Club. Basically. Also erstmal war eine 3 Kilometer Schlange. 3 Kilometer Schlange ist korrekt. Aber Schlange ist da eigentlich immer ganz, ganz, ganz nice, weil wenn die verrückten, crazy Leute drin sind, in freudiger Erwartung gleich in den Klangereignis in der Lage reinzugehen. So crazy. Ja, die stehen da draußen und werfen Stühle rum. Die denken sich so, ey, Alter, da werde ich morgen so drüber reden. ja, gut, und dann sind wir rein. Und es war halt wie jede andere Party dort. Nee, es war schlechter als jede andere Party, weil normalerweise hat der Schuppen 3 Floors. Es ja, war erstmal nur einer auf. Zuerst eine, das ist dann so progressiv quasi. Je spritziger die Laune wird, desto mehr Floors machen auf ja. Jeden Fall. Ja, aber auf jeden Fall, das ein oder andere witzige Event ist da schon passiert. Ich weiß nicht, ich finde es gar nicht so witzig, aber du und mein Cousin, dein Bruder, haben sich sehr darüber amüsiert, dass das Bier teuer ist, aber ich mein Bounty dabei habe. Also ich fand das im Nachhinein jetzt gar nicht so, aber... Boah, Bier für 3 Euro, zum Glück habe ich mein Bounty. Okay, wenn man es so sagt, okay. Ich hatte halt einfach 3 Bounties in meiner Brusttasche. 3 geschmuggelt. Und du trinkst kein Bier, so ein Pech. Ja. Das heißt, du kannst dich gar nicht, es macht gar keinen Sinn, dich über die 3 Euro zu beschweren. Ja, dann, was waren da? Da waren halt so Mädels, so andere Mädels. Kerle. Das war auch wie jeder andere. Also eigentlich ja, ne? Das ist halt, die Pointe ist halt eine Co-Ornte, sag ich mal, weil das ist eigentlich wofür ein steht Antiklimax. Das, wofür steht das Co? Na, Pro und Contra. Pointe, Co-Ornte. Aber Po-Ornte ist nicht Pro. Naja, deshalb lass ich sagen, es ist auch nicht Con-Onte, sondern Co-Onte. Hm. Ja, doch, ist. ja, also ich fand's so teilweise schon scheiße, muss ich sagen. Wieso? Weil die sich halt so feiern wie, oh, jetzt hier dieses, oh, Snapchat-Story hier, jetzt treten wir alle richtig durch und so. Nicht meins. Maga, guck mich so nach oben, als würdest du... Als wärst du irgendwie unbeteiligt. Das ist so richtig offensichtlich. Warum guckst du die Wäschestände an? Gib doch zu, dass du uns zuhörst. Nein, ich habe gerade überlegt, welchen... Du bist nicht die Einzige, die uns gerade zuhört. Welchen Wäscheständer ich dann aufstelle. Sie hat Ständer gesagt. Eine Frau, die Ständer sagt. Vorhin hat sie eine Banane gegessen. Da weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Ich stehe halt... Also schön die Wäschestände, die an der Wand hängen, angucken. Ja. Okay, cool. Ist okay, dann wissen in diesem Podcast gleich 3 Menschen nicht, was sie machen sollen. Bumseparty. Margarete wollte eigentlich ursprünglich mit, aber es war ja dann doch zu heiß, das ganze Ding, weil sie wusste, da tropft der Schweiß von den Wänden, wenn da erstmal losgefickt wird. Krank. Gott, oh Gott, war das wieder der Erwartung. Ja, zuerst kam halt so, also mein kleiner Bruder ist halt 17, kamen zuerst so 2 Mädels, die so taten, als wären sie ganz, ganz doll entzückt von ihm. Und dann wollten die mit mir einen trinken, dann wollten die mit dir einen trinken. Ich habe an dem Abend auch nichts gesoffen. Und dann mit Johannes eintrinken. Und dann ist er so, oh, wir trinken einen, juhu, yeah, und so. Und dann mit an die Bar und ich schon, naja, er muss es halt lernen, ne? Ach so, er muss also es erstmal ausnehmen lassen. Es war halt von vornherein klar, so dass die. Und dann, er ist halt, wie gesagt, 17 und wollte ihn harten Alkohol kaufen. Für mich kein, also. Oh, jetzt falls ein Gesetzgeber, aber hier. Falls ein Gesetzgeber zuhört, ich würde natürlich nicht gegen das Gesetz verstoßen, aber würde es meinem Bruder doch irgendwie gelingen, harten Alkohol zu kaufen, würde ich ihn dafür nicht. oder so, ne? Puh. Würde ich ihn nicht für zur Verantwortung ziehen. Ich tropfe dir mal kurz die Schweißperle von der Stirn ab. Naja, jedenfalls war es ihm aus Gründen nicht möglich, so einen harten Alkohol zu bekommen zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ob er es später geschafft hat, ne? Aber nicht aus dem Grund, dass ich nicht wollte, dass er welchen kriegt, sondern dass er halt das teure Zeug nicht kaufen konnte, weil ich ganz genau wusste, was das für Mädels sind. Wir haben ein übelst geiles Foto währenddessen gemacht, das habe ich nie gesehen. Lass das mal ergoogeln. Welches Foto? Während er hier Alkohol irgendwie erstanden hat. Ja, können wir gleich mal im Podcast mal ein bisschen ein Bild angucken. Naja, Gesichtsbuch ist nicht so kreativ, aber da wird das wahrscheinlich... Ja, eben, ich will das mal sehen. Sein. Ja. Und ja, sie ihn übelst betört und ich so zu ihm, ja, bevor du dir jetzt das ausgibst, dann
lass sie wenigstens irgendwas machen, so dass sie vielleicht ein Foto mit ihm machen, wollten sie nicht. Ja, und was? Wenn ihr mich schon ausnehmt, dann bitte mach wenigstens ein Foto von mich, damit ich eine Erinnerung habe. Nee, so dass es halt mehr ist, als einfach nur, er gibt ihnen was aus, dass sie vielleicht irgendwie was Spaßiges zusammen machen oder die vielleicht mal, dass er ihnen irgendwas sagt und die machen das so im Sinne von... Schön auf dem Dancefloor, bababam! Nee, aber weißt du, ich meine, das ist halt so ein bisschen gegenseitiges Ding ist, dass wenigstens irgendwie was Lustiges bei rumkommt. Ja. Haben sie nicht gemacht und Ende der Story, die hatten dann ihren, was wird es gewesen sein, Tequila, Bier, XY. Ja, und mussten dann halt auch irgendwie gleich wieder weg und kamen nicht mehr wieder, ne? Und da habe ich mich dann bestätigt gefühlt und gesagt, ja, ja, Peter Reben, jetzt weißt du, wie Frauen sind. Nein, natürlich nur, wie sie sein können. Wir gehen doch hier gerade wieder viral. Wir müssen möglichst kontroverse Statements machen. Heute, nee, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Männer, die halt, die es irgendwie nicht verstehen, die glauben, dass es eine gute Sache ist, Frauen für Lau einzuladen. Aber wenn die sich davor nicht wirklich irgendwie bemühen oder so ähnlich, dann ist es eher so ein, ich mach das jetzt, weil ist halt so, oder ich mach das jetzt, weil ich mit dir Zeit verbringen möchte und nicht weiß, wie es anders gehen könnte. Natürlich, also. Bei ihm liegt es nicht daran, dass er irgendwie dumm ist oder ein schlechtes Selbstwertgefühl hat, sondern einfach daran, dass er jung ist. Hm. Muss man halt lernen. Also, nur Leute, schreibt mit, nur gegen Gegenleistung und wenn es nur ein Foto ist, ausgeben. Aber ich glaube, mein Punkt konnte ich vermitteln, oder? Ja, ja. Doch. Und sonst war halt hier noch die Aene da und, das würde ich gern ansprechen. Wenn dir das zu heikel ist, dann schneiden wir das hier raus. Ich hab's nicht angesprochen. Das mit dem Mädel? Ja. Nee, das Mädel. Ja, nee, darum geht's nicht, aber... Also. Ich denke, das ist eine schöne Sache. Da war halt so ein Mädel, es war halt, ne, typisches Klientel da. Was wird das gewesen sein? 16 bis 20 im größeren Schnitt. War natürlich auch 16 älter. 16 bis 20 Kilo Farbe in der Fresse. Ja, genau. Und da stechen natürlich so, würde man jetzt Mauerblümchen nennen, eher raus. Doch, hätte ich auch so genannt. Ja, und da ist dir aufgefallen, hey, die hat ja gar nicht so viel Schminke im Gesicht wie der Rest. Du meinst zu ihr, ey, was, komm mal kurz her. Das habe ich aber nur gemacht, weil du das vorher gesagt hast. Nee, das ist mir erst danach aufgefallen. Nein, ich hätte sie sonst nie rangeholt. Du hast zu ihr gesagt, ey, was, komm mal kurz her, du hast da Blut auf dem Shirt. Ich habe irgendeinen Vorwand gesucht, um sie anzusprechen, weil ich eigentlich dir die Gelegenheit geben wollte, ihr zu sagen, hey, das ist aber schön, dass du nicht so viel Schminke hast, das fällt mir positiv auf, hab einen schönen Tag noch. Die Chronologie habe ich so nicht im Kopf. Doch, ganz sicher. Sonst auf hätte jeden ich Fall sie niemals rangeholt. Ich habe dann am Tisch beiläufig gemeint, ach, das ist ja niedlich, die hatte gar keine Schminke oder drauf. Vielleicht hast du erst gesagt, sie ist nur süß oder so und dann hinterher hast du gesagt, das mit der Schminke. Das ja, aber wirklich sein. So beiläufig, so was man halt macht als Mann, ne? Einmal Blick ficken. Und dann darüber kundgeben. Nee, pass mal auf, was man so macht als Mann, habe ich jetzt auch herausgefunden. Gab es auch wieder so ein... Oh, okay. Nein, da gab es jetzt auch wieder so einen Skandal. Frauen bewerten von 1 bis 10 ist nicht gut. Das darf man nicht mehr machen. So sagen, ob eine Frau attraktiv ist oder so, habe ich so ein Interview gesehen. Ist ganz heikel. Ist ganz, ganz heikel. Wieso? Also ist klar, aber... Ja, was ist das da, ist quasi die Vorstufe zur Vergewaltigung so. Okay. Laut diesem Video. Also es war ein Interview mit einer Frau, die da sehr, sehr energisch von geredet hat. Es ist die Vorstufe einer Vergewaltigung? Ja. Gut. So, das war so ihre Grundaussage. Lass mich raten, sie hatte kurze gefärbte Haare. Nee, tatsächlich hatte sie das nicht. Und so ein Piercing in der Nase. Ich weiß, worauf du ansprichst. Und wenn wir eigentlich einmal bei diesem Thema sind und gerade viral gehen wollen mit unserer Kontroversität. Wir sollten erst mal das alte Thema fertig machen. Stimmt, machen wir erst mal die alte fertig. Wir sind wie die Ease über den YouTube-Videos. Was? Ach ja, stimmt. Kreis geschlossen. Oh, gut. Podcast zu Ende. Nein, also, ich habe sie rangerufen, habe gesagt, ey, komm mal her. Was ist denn das? Es war halt offensichtlich irgendwie eine Rose auf ihrem Pullover. Es war halt mega offensichtlich. Ich dachte, du hast da Blut auf dem Shirt. Das sah so aus. Nee, das ist eine Rose. So, das war's dann auch. Das war so die Interaktion. Und dann, ja, nachher bin ich halt noch hin und habe gesagt, hey, ja, hier. Du wolltest erst hier, du gehst jetzt hin und sagst, das war eine beiläufige Bemerkung, jetzt lass mich doch mal. Und da wollte er, dass ich ihr das jetzt unbedingt sage, dass ich das niedlich finde, dass sie nicht so krass geschminkt ist. Und ich bin dann weggerannt. Bitte, nein! War wirklich ein bisschen so. Aber er so schlimm war es nicht. Und dann hat er ihr das irgendwie gesagt und dann meint er zu mir, die will mich jetzt unbedingt sehen. Ja. Habe ich gesagt, ja gut, dann lass mich aber, dann zieh mich so ein bisschen dahin, als ob ich das gerade nicht will. Und damit ich so ein bisschen schüchtern wirke. Ja.
Ja, und dann meinte sie, das hat sie irgendwie gefreut. Ja, und aber das war... Aber freut das nicht? Aber ja, es ist eben, trotzdem... aber das war meine grundlegende Aussage, dass man einfach so ein Kompliment, das muss doch gar nichts bedeuten, das muss nicht heißen, dass du da irgendwie, weißt du, nachher mit der auf die Pirsch willst oder mal abreven, wie ihr jungen Kid so sagt, sondern einfach nur mal ein Kompliment austauschen oder so und die fühlt sich richtig gut. Aber ich eröffne doch nicht mit, ey, du bist nicht geschminkt. Warum nicht? Nee, kannst du sagen, hier, da ist ja Blut auf dem Shirt. Ach, übrigens. Ja, doch, ist. Ja. Das kannst du, wenn ich jetzt darüber nachdenke, eigentlich kannst du das immer bringen. Wenn du gerade keinen Opener hast, ey, warte mal, ich glaube, du da hast... Da ist ja Blut auf dem Shirt und dann stupst du so gegen die Nase. Dann hast du sie. Ah, schön. Doch, das hat... Das hey, hat du hast da Blut auf dem Shirt, klatscht gegen die Nase, hab mir die Zukunft gesehen. Und dann drückst du die Nase so aufs Shirt. Da ist es. Oh Gott. Vorstufe zur Vergewaltigung. Hey, eine 7 von 10, die mache ich jetzt kaputt. Oh, die hatte so gute Gespräche, ne? Du weißt es ja jetzt schon, diese Jentrik-Situation im C-Keller. Aber da ging es halt gerade auch um das, wenn Frauen das möchten, dass du sie schlägst, ob du sie dann schlägst oder ob du dann trotzdem sagst, ich möchte das nicht machen. Da war dann mein Punkt, weil Kalle meinte, er würde das nicht machen, dass das wieder von ihm sexistisch ist, weil wenn ich ihn fragen würde, ey, schlägst du mich mal bitte? Würde ich glaube, es hängt eher davon ab, was er möchte, was Kalle möchte. Und wenn ja, er nicht er schlagen möchte und eine Frau nicht schlagen möchte, weil das seine Präferenz ist. Ja, es ging ja auch darüber dann, du machst ja auch was für Leute, die du magst, irgendwie, worauf du nicht so Lust hast. Was weiß ich, das fängt ja an mit einkaufen gehen oder so. Ich helfe dir jetzt mal, ich gehe mal für dich einkaufen oder so. In einer erotischen Situation mache ich ja nichts, worauf ich keine Lust habe. Ja, aber vielleicht hast du ja, das ist genau dasselbe Gespräch nochmal, vielleicht hast du dann Lust drauf, weil es ihr gefällt. Na, dann bin ich aber ein kleiner Waschlappen, der. Nein. Es freut nur, der nur der Frau in den Arsch kriegt, damit es. Was ist das denn? Nein, hä, Quatsch. Also, welchem Kerl gefällt es denn nicht, wenn er sieht, dass der Frau etwas gefällt? Ja. Das hat doch nichts mit den Arsch kriechen zu tun. Vielleicht ja doch. Na gut. Wenn sie gefällt. Ja. Gut. Auf jeden Fall verlief das Gespräch dann weiter und es wurde immer energischer und es war halt bei uns im C-Keller in Weimar und wir waren zu viert, haben alle geredet, jetzt Musik war laut. Den Club gesagt. Wir waren nicht zu viert, wir waren insgesamt zu sechs. Ihr wart gar nicht dabei in diesem Gespräch, ihr habt über Frauensachen geredet währenddessen. Es hat überhaupt keinen interessiert, was ihr erzählt habt. Boah, ey, wir kriegen echt die Ente für den schlechtesten Podcast des Jahres 2018, morgen verliehen. Gut, so heißt der Award 2018 morgen von Ihnen. Auf jeden Fall alles laute Musik, bla bla, in diesem Buchstabensalat Gewölbe. Ne? Es ist ja eh kein C-Keller, es ist ja eher, haben wir ja festgestellt, C. Erdgeschoss, ja. Auf jeden Fall, wie das halt so ist, die Musik führt einen ganz kurzen Moment aus von 2 Sekunden. In dem Moment schreit dann Jentrik, ihr kennt ja Jentrik, der Jensen, schreit dann, aber im Endeffekt geht's halt nur darum, eine Frau mal richtig in die Fresse zu schlagen. So ungefähr das. Und alle haben es in den kompletten Raum. Alle hören es und zack geht die Musik wieder an. So. Es war halt wirklich perfekt. Das war gut. Das war das gleiche, das war das Äquivalent von dem Kompliment für das Mädel. Made my day mäßig, weißt du? So, Party generell in Weimar, was hältst du denn davon? Nicht. Meistenfalls nicht existent. Und im Weimarer Umland? Umlandstoffheiten und Schönlichkeiten? Ja, das ist die Serie, die nehmen wir auf jeden Fall auf. Die ist in Arbeit. Ich habe eine Folge, da bin ich auf einer Burg. Das ist aber schon sehr, sehr weit gefächertes Weimarer Umland, du. Naja, Eisenach. Ja. Was Dörfer angeht. Naja gut, da muss man sich halt ein bisschen auskennen. Ich war vor... Oh, du hast jetzt hier die heißen Tipps, ja? Vor 1 bis 2, nein, das ist wirklich relativ intern, vor 1 bis 2 Jahren auf dem Dorf einen Kumpel gehabt, der hat einen Jugendclub, da waren immer so 10, 15 Leute. Und das war wirklich, das waren irgendwie, das war partymäßig, war das besser, als was man so von einem Clubgang so haben könnte. Alle gut drauf, jeder kennt sich. Und das sind natürlich meiner Meinung nach die besseren Partys. Durchaus, wenn man bedenkt, dass was in einem Club, eine Veranstaltung in einem Club ja nicht wirklich das ist, was man jetzt Party nennen würde, sondern viel eher... Nicht, auch nicht ein Konzert, also es ist keine Party. Im Club ist keine Party. Ich finde, eine Party ist, wenn man Leute einlädt und... Wenn man etwas... Eine Homeparty ist eine Party. Ja, gut. Wenn draußen so ein Zelt steht, ist eine Party. So. Aber wenn man es so nimmt... Wenn es jetzt ein Event ist, wo sich eigentlich keiner kennt, dann ist es meiner Meinung nach weniger eine Party als eher... Es wird ja auch gar ein Konzert, das vor vielen Jahren gespielt wurde und aufgenommen wurde.
Ja, es wird ja auch in dem Sinne gar nichts gefeiert. Eigentlich bedeutet ja der Party, es wird gefeiert. Aber was wird denn bei der Bumse-Party gefeiert? Es wurde ja, eigentlich geht es halt dem Veranstalter darum, neue Gewinne, neue Einnahmen zu erzielen. Das ist ein Grund zum Feiern, ja. Für ihn, ja. Ja. Hey, kommt mal alle her, wir nach feiern, dass ich steht er dann ganz alleine mit seiner Kasse auf dem Platz. Nee. Er sagt so, hier, wir machen heute Party, dass ich Geld verdiene. Wir feiern das mal heute richtig. Das dachte ich. Und ich finde, die Kirmsen im Sommer sind auch nicht wirklich Partys, aber man kennt sich trotzdem mehr. Und es ist irgendwie mehr so ein... Ja, das ist ja so, ne? Du bist ja auf du mit diesen Leuten. Mit den meisten. Ich bin da ja nicht ganz so angeschlossen. Deswegen. Ja. Aber weil ich diese Menschen oder die das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, aber man kennt ja so 40% der Leute, die da hingehen. Das ist schon ein bisschen Klientel, das kann man sagen. Mhm. Und ich finde die halt wirklich sehr angenehm einfach. Mhm. Aber vielleicht sind die vielleicht auch ein bisschen schlicht. Was heißt das? Das ist ja so das Klischee. Ich bin jetzt kein Experte. Ich würde sagen, auf Kirmsen gehen vielleicht eher schlichtere Leute. Na, wie definierst du schlicht? Nach Bildungslevel einfach? Nach akademischem Grad? Ja, näher. Also wenn es danach geht, ist die Antwort ziemlich ja. Okay. Dodge the bullet there. Nee, wir sind ja hier kontrovers. Boah, war das kontrovers gerade, ey. Und ich finde es halt richtig lächerlich zu sagen, dass Leute irgendwie... Es ist was Herabblickendes zu sagen, schlicht, finde ich. Das ist schon negativ besetzt. Wenn man jetzt sagt, der hat jetzt ist jetzt mal nicht am Studieren und deshalb ist der irgendwie... Ich bin halt auch nicht am Studieren, also das ist halt für mich überhaupt keine Wertung. So. Aber es gibt dieses Herablassende, gerade in den Kreis, also ich beobachte das auch wieder viel an den Leuten. In den Medien. Bei den Leuten, mit denen ich Tag für Tag verbringen muss. Da ich ja leider, oder was heißt leider, ich bin ja nicht traurig darüber, dass ich studiere, aber ich finde, dass wirklich über 50% unangenehme Leute dabei sind. Die anderen 50% hören gerade zu. Nein, also ich beobachte das wirklich häufig einfach in diesen Kreisen, dass man sagt, boah, da gehen nur Assis hin, zum Beispiel. Ach so. Ja, so war es halt zum Beispiel von mir jetzt nicht gemeint, schon halt eher... Nee, klar, ich spüre auch gar nicht auf dich an. Aber schon schlicht geht halt ein bisschen in die Richtung, zumindest. Man könnte vielleicht sagen, dass Assis schlicht sind, aber umgekehrt gilt vielleicht nicht. Ja, eben. Zwangsläufig. Und ich finde, nur weil man einen gewissen Bildungsstand erreicht haben durfte, heißt das nicht, dass man irgendwie auf die es nicht haben, in irgendeiner Weise herabblicken durfte. Es war ja eigentlich eher, weil du... Wie gesagt, es geht nicht um dich. Ja, ja, aber du hast ja ursprünglich gesagt, dass dir das sehr gefällt. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, wenn das denn so wäre, dass da schlichte Leute hingehen, dann ist das halt nicht so, dass da Situationen entstehen wie, lass jetzt bitte mal ganz kurz drüber reden, ob der Bitcoin fallen kann und ich kann das gerade nicht genießen, wenn du Witze über irgendwas machst. Gut, also über das erste Thema rede ich gerne. Ja, ich meine, aber auf einer Kirmes vielleicht nicht, oder? Das wäre eigentlich schön, aber das sind halt Leute, die irgendwie mehr einen Plan haben vom Leben. Das ist halt so der Punkt. Die sitzen an der Basis, die arbeiten, die haben, müssen sich Geld verdienen. Die sitzen an der Basis, also die verstehen in meinen Augen, des Lebens. Die verstehen in meinen Augen mehr Sachverhalte, die einfach mit Menschenverstand zu tun haben. Um jetzt besser mal, als eben jene 50%, von denen ich redete. Genau davon will ich nämlich auch reden, um jetzt mal den Leuten ein Bild zu entwerfen, welches du mir heute auch geschickt hast. Vielleicht willst du das mal als Sinnbild nehmen für das, was du denn meinst. Ich kann das du kannst es jetzt mal einblenden? Nee, wir haben auf der Seite jetzt keinen Videoplayer. Dann ist das ein Eintrag in unserer Galerie. Scroll und LOL ist da das große Motto. Das wird jetzt eine Nein-Gag du verrätst schon den ganzen Witz. Das ist echt furchtbar. Okay. Schneide das raus. Aber Scroll und LOL fand ich wirklich gut. Man sieht einen Fahrradständer. Ständer, Megan, hast du gehört? Fünf dieser Rillen, wo man ein Fahrrad reinstellen kann. Wo man ein Fahrrad reinstellen können, sind leer. Reinstecken. Fünf dieser Rillen sind leer. Ich will es jetzt hier nicht kaputt machen. Und das liegt daran, dass da ein Fahrrad quer davor geparkt ist, was keine dieser Rillen nutzt. Vor der Mensa, wo die Studenten essen gehen. Und ich habe nur drunter geschrieben, Studenten in der Nutshell. Da will ich jetzt nochmal, wenn wir da gerade bei dem Thema sind, nochmal einen kleinen Holster umwerfen und ein paar Patronen verschießen von meinen Thesen. Dieses ganze Ding, was du ja vielleicht auch ein bisschen also ich glaube, so wie ich das mitkriege, ist ja schon der große Wunsch da, sehr individuell zu sein. Ja. So.
Und ich glaube ja schon, dass es sehr damit zusammenhängt, dass wir jetzt Internet haben, alle irgendwie alles wissen von jedem, jeder tu nicht gut, jeder Eiblali, jeder El Margo irgendwie eine gewisse Berühmtheit erlangen kann, dass dadurch dieses Gefühl viel mehr gesteigert wird, irgendwie was Besonderes sein zu wollen. Jetzt vor 100 Jahren oder so, wo jemand halt die Zeitung liest und ein bisschen was erfährt, da war das vielleicht noch nicht so, aber jetzt, wo wirklich jeder zu jeder Zeit alles von jedem weiß, mehr oder weniger, da will man natürlich um jeden Preis Fast irgendwie richtig. ganz besonders sein. Wichtig ist, man weiß ja nicht alles von jedem, man weiß nur das Beste. Genau, nur das Beste ist richtig, ist Weil richtig. jemand zeigt ja nicht, dass er vielleicht einen Tag lang überhaupt nichts Spannendes erlebt. Das zeigt man nicht auf Instagram. Man zeigt, wenn man auf einer krassen Party ist. Ja. Man zeigt, wenn man gerade eine krasse Reise macht, wenn man eine Maschine in einem krassen Flugzeug sitzt, im krassen Auto sitzt, irgend sowas. Ja. Die langweiligen Sachen zeigt man nicht. Und so entsteht ja dieses völlig falsche Bild davon, dass es andere Menschen ein spannenderes Leben haben könnten. Und jetzt, ja, setze ich da mal ein, weil bis hierhin hört nur der harte Kern. Vielleicht geht das dann so weit, der Wunsch nach, ich möchte was Besonderes, ich möchte individuell sein, dass man dann halt sagt, ich bin binäres Cis-Sternchen mit Anfassen, Geschlecht. Oh, da verstummt der Raum. Wie stehst denn du dazu? Wie viele Geschlechter gibt es denn? Ach, das ich meine Güte. Jetzt, Ich wollte, ah, das ist ein schönes Foto. um euch kurz abzudaten, die Margarete, die will gerade den Podcast bäuchlings meucheln, indem sie sich einfach hier über uns neigt und an unsere Fotowand in der Also, WG. ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl von, natürlich möchte ich nicht in irgendwelche Fettnäpfchen treten und Ja, man da. kann wirklich schlecht sagen, dass in irgendeiner Weise auf gewisse Leute zu projizieren ist. Ich nehme es nur verstärkt in Studentenkreisen wahr. Was? Diesen Effekt. Und ich merke, Okay. ich nehme ihn nicht wahr bei den Leuten, ich sage einfach, die keine Studenten sind. Ich weiß nicht, ob das noch so ein Findungsprozess ist, den andere Leute früher haben. Oder ist es dieses nie wirklich krass was gemacht haben, was das verursacht in so erhöhtem Vorkommen? Also ich sehe ja das folgendermaßen. Ich sage nicht, wie viele Geschlechter es gibt. Ist mir auch egal. Achso, du Und antwortest jetzt gar nicht auf meine Frage. ach so, ja, ich dachte, es geht ursprünglich. Gut. Wir können auch noch kurz deins. Ich weiß es nicht. Was soll ich denn da antworten? Du kannst, es ist ein Geben und Nehmen, dieses Gespräch. Ich merke schon. Wir spielen uns die Bälle zu, du und Maggie trittet damit aus dem Haus raus. Also es geht ja Ich weiß gerade nicht. darum, sich in einer Art geil zu fühlen und anders zu fühlen und überlegen zu fühlen und Oh, so fühlen überlegen zu da. wollen. Bei überlegen da schnippen jetzt hier die Butterflies schon wieder auf. Echt? Stimmt. Das ist ja. Also nach außen hin, ich glaube ich nicht, dass das gesagt wird. Also dass man. Weißt du, ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute das wissen, dass sie irgendwie individuell sein wollen. Ja, Aber überlegen. mir ging es eigentlich um diesen Effekt, dass man auf Leute, die einer geringeren Bildungsschicht angehören, gewissermaßen herabblickt und sehr schnell als Assis pauschalisiert. Und wenn ich das beobachte, da gebe ich auch, sage ich, jetzt habe ich auch klare Kante, wie unser Martin Schulz sagen würde, der ja mit seinem Schulzzug rückwärts bergab gegen eine Wand fährt gerade eben. Aber das ist ja wieder ein völlig anderes Thema. Aber zu deinen Geschlechtsgeschichten. Ich hoffe, ich konnte meinen Punkt vermitteln. Wenn nicht, schreib es in die Kommentare, dann gehe Es ich da nochmal näher drauf ein. ist gerade schon wieder so cringe, wie wir hier Politik analysieren, ne? Nein, ich wollte einfach nur sagen, es kann ja jeder sich entscheiden, was für ein Geschlecht er ist, von mir aus so. Aber ab dem Punkt, wo irgendwie das gesellschaftlich aufgepfropft wird, wenn quasi diese Bewegung, Gott, ich krieg das Bild nicht perfekt hin, wenn das, oh Gott, wenn die Gesellschaft ein Mann wäre und diese Bewegung eine Frau und der Mann sagt, komm, stülp dich mir über, ich wollte es einfach nur irgendwie einbauen. Ja, also sobald man dann irgendwie sagt, ihr müsst jetzt alle akzeptieren und so, Dass es dieses dritte dann, Geschlecht gibt und dieses nee, vierte, oder? ganz viele. Und ab dem Punkt wird es halt kompliziert, weil du kannst es gar nicht definieren, wie viele es gibt. Soweit ich das durchblicke, ich stehe nicht perfekt in der Materie, Entschuldigung. Aber ja, und noch dazu kommt, dass eigentlich ja gesellschaftlich, es gibt ja immer eine Norm. So, und es gibt immer Leute, die davon abweichen.
So, das ja, es gibt ja auch genug Leute, die irgendwie drei Arme haben. Deswegen sagen wir jetzt nicht trotzdem, der Mensch hat drei Arme oder so. Oder hat bis zu drei Arme. Man sagt ja schon, der Mensch hat in der Regel zwei Arme. So. Und solange das nicht irgendwie. Ich weiß es nicht. Wir sind ja kontrovers, Ich aber. finde, man kann seine nicht gefühlte Geschlechtszugehörigkeit haben. Ja, Entschuldigung. absolut, Man kann klar. das als normal empfinden, denn es ist de facto normal, sobald es einen Menschen gibt, der das aus einem nicht bösen Willen heraus entwickelt, kann man jetzt sagen, es ist normal. Aber man sollte weiterhin davon ausgehen können, dass die Lehre der zwei Geschlechter besteht. Mal Und gucken, was in wenn man wirklich hetzen muss und ganz doll möchte, dass es dieses dritte Geschlecht anerkannt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man nicht cool damit ist, dass man ja jetzt ein extra Geschlecht erfüllt oder dass man mit was anderem nicht cool ist und sich deshalb dieses dritte Geschlecht erfindet. Das ist eher meine Es geht ja nicht mal Prognose. um drittes Geschlecht, es geht halt, wie gesagt, echt, es ist eher ein Spektrum. Ja, So. Entschuldigung. Ich hab's jetzt von 2 auf 3 gemappt. Natürlich kann man es auch von 2 Ja. auf unendlich mappen. Ja. Aber so jetzt sagen wir mal, es gäbe jetzt dieses dritte. Ja. Wenn man jetzt wirklich darauf besteht, dass alle jetzt beigebracht kriegen, dass es 3 gibt, weil man das Gefühl hat, man hat einen dritten. Und dass die meisten ja doch nur eins der 2 sind. Ja. Dann ist das Problem doch eher, dass man gesehen und gehört werden will und ernst genommen werden will, als dass man sich jetzt keinem Geschlecht zugehörig fühlt. Für mich ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass das gefühlt alles, was ich davon mitkriege, und ich suche da jetzt nicht speziell danach, muss ich zugeben, aber man kriegt ja trotzdem mal mit, das ist alles immer sehr, sehr aggressiv irgendwie. Genau. Sehr, ja, sehr oppressive, sehr, sehr, ich weiß da auch nicht. Und das macht die ganze Sache irgendwie nicht so angenehm. Es ist nicht Gesehen so, werden ey, wollend. ey, hört doch mal, wir haben jetzt hier, wir tragen euch mal was vor, sondern, ja! Ja, guck mal, ja, dieses. Genau, So, und und das habe ich das. angesprochen gerade. Okay, gut. Das meinte ich. Ah, Mindmap. Danke, Amadeus. Womit wir wieder bei unserer wundervollen Sprache sind. Sonst noch was, was dich beschäftigt in den letzten 5 Minuten dieses wundervollen Also ich bin Podcast-Formats? sogar fast der Meinung, dass jeder Mensch anders ist, als dass jeder Mensch ein Individuum Ja, ist. richtig, aber wenn wir dann anfangen, irgendwie 7 Milliarden Kategorien zu machen, dann wird es Genau, vielleicht ein bisschen also absurd. ich werde jetzt auch nicht als eine Sorte von mir unbedingt erkannt werden. Es gibt Leute, die mich nicht mögen, wie ich bin. Und wenn ich jetzt zu denen gehe und sage, ey, ihr kennt meine Sorte nicht an, Ja. dann komme ich einfach nicht damit klar, dass es Menschen gibt, die mich nicht mögen. Und wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wenn man jetzt, wir sind ja tolerant und so, wenn jetzt jemand zu dir sagen würde, hey, du Schwuchtel oder du bist schwul oder so, da wärst du ja theoretisch, denke ich mal, nicht offended, weil die Person vermutet, dass du schwul bist. Und wenn jetzt jemand zu jemandem, zum Beispiel ihn als oder sie als Frau bezeichnet, obwohl er sich als Mann sieht, ist die Person dann aber vielleicht beleidigt und das ist ein bisschen komisch. Ja, genau, wenn Vielleicht ist man es auch Schwachsinn, unbedingt das ist gerade seinen ein neuer krassen Gedanke. Standpunkt verteidigen möchte, Ja. das ist ja einfach ein Grund, dass man sich nicht sicher ist. Und das ist ein bisschen die Essenz, diese Unsicherheit. Also wie ich gerade versucht habe zu Essence erklären. of Time. Ja. Prince of Persia. Gut, jetzt so Kneifzangen-Thema, aber jetzt ja ganz weit weg. Was wird unser nächster virale Hit? Neben diesem Podcast. Ja, ich finde das Thema interessant. Echt, ja? Ich dachte, das hat sich für mich wie ein Schlusspunkt Unsere, angehört. unser Nostra Coin, Ja, der wird viral. der wird Definitiv. sämtliche Coins überholen. Maggie, du bist zufällig gerade hier und wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Bevor ich Herodes diese Frage stelle, würde ich sie dir stellen. Würdest du Autofellatio machen? Was ist Autofellatio? Das ist, wenn du Fellatio im Auto machst. Nee. Das ist, wenn. Dieses Klischee, weißt du, früher war es Ozzy Osbourne, dann war es Marilyn Manson, die haben sich Rippen rausgenommen, um sich selbst oral befriedigen zu können. Okay. Und das ist so der Aufhänger für den Podcast Schluss. Das beantwortet Herodes jede Folge. Nein, also Und was eine ist da Rippe jetzt genau die rausnehmen ist halt Frage? schon krass. Nee, nicht Rippe, einfach nur, wenn du es könntest, würdest du es machen. Ja. Gut. ja, das. Wir haben noch ein paar Minuten. Oh, das sind ja noch 5. Gut. Ja, Maga würde es machen. Ich denke kurz drüber nach. Ich Ja, komme drauf zurück. komm drauf zurück, ist besser so. Gut. Ansonsten haben wir wirklich heiße Eisen in der Lunte.
Ihr könnt uns jetzt ganz toll unterstützen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie fortgeschritten das bereits sein wird, wenn das hier online geht. Aber ne, ihr seid ja eh der harte Kern, der sich eine Stunde lang diese Scheiße hier anhört. Wenn der Podcast übrigens keine 1000 Klicks erreicht, dann schneide ich mir die Pulsader auf, aber längster Quere, damit ich auch sterbe. Und ja, da gucken wir mal, was das Jahr noch so mit sich bringt. Mit Amazons und PayPals und Who Use. Und? Nostra Coins. Exakt. Ja, Exacto Coast. Was wolltest du machen? Podcast. Warum haben wir das eigentlich nicht so genannt? Weil es nicht geht. Klar geht's. Hab's doch gerade gemacht. Podcast. Wir, komm, das machen wir jetzt. Jetzt brainstormen wir noch den Untertitel. Podcast. Wir, weißt du, wir sorgen für Ordnung. Ich weiß nicht. Ich fühle mich gerade irgendwie uncomfortable mit diesem Versuch, dass... Da dreht er so ganz dezent das Mikrofon. Ja, ich will jetzt in Ruhe den Holocaust leugnen, dass die veröffentlicht werden. Kannst du mal kurz das Mikro von mir ausstellen, während ich den Holocaust leugne? Ich kann gerade nicht anders. Ich muss das gerade kurz mal machen. Können wir kurz pausieren? Schön, da waren wir am Anfang ganz spritzig, dann haben wir kurz ernst geredet und jetzt leugnen wir wieder den Holocaust. Nein, das finde ich gut, wenn man am Ende nochmal alles zusammenfasst. Ja. Nochmal so eine Zeitlupe schwarz-weiß. Logan Paul. Durchlaufen lassen, die Nostra Coin. Ja, du hast noch eine Logan Paul-Idee, wenn wir die jetzt nicht filmisch umsetzen, kannst du ja vielleicht jetzt ja. Mal verbal. Wir gehen an einen Ort, wo auch Leichen sind. wir machen eine 24-Stunden-Challenge auf einem Friedhof. Oh my god, did you see this? Oh my god, there is literally a dead body beneath the earth. What the fuck? What the hell is going on? There's a gravestone. Whoa. Viral. Death is not a joke. Death is literally not a joke. If you need help, here, call this number. Und dann so ein Bestattungsinstitut. Ja, ich würde eigentlich gerne mehr sowas machen. Vielleicht wenn wir wieder so im Run sind. Also, weißt du, so kleine, wie dieses für 200 Euro Arsch anfassen Ding. Das war halt übelst spontan an einem Tag so. Ja, aber ich finde, hätten wir uns da jetzt draufgestürzt auf dieses... Ja, nee, das jetzt nicht speziell, aber an sich finde ich das witzig. Ja, schon. Vielleicht auch ein paar Sachen irgendwie machen. Aber das ist jetzt auch nicht. Einfach durch. Ich meine, wir sind ja, schon wieder viel zu spät mit dem Thema. Ja, aber wir sind halt jetzt schon wieder cool, weißt du? Also. Es ist erst so, alle wollen es wissen, dann interessiert es keinen mehr und nach einer Zeit ist es dann wieder cool drüber. Es gibt ja diesen Typen, der seinen Sohn verprügelt hat, weil er so getan hat, wäre der schwul, ne? Aber boah, geht gar nicht. Wenn der Auto Fellatio könnte, würde der es machen. Ja. Hast du schon das neue YouTube-Design gesehen? Cosmic Panda. Voll hässlich. Und unfassbar. Das neue Logo von YouTube. Einfach jetzt übelst knallrot. Nee, jetzt bist du in die falsche Richtung gegangen. Cosmic Panda war noch früher. Noch früher. Oh, die Sternebewertung, ne? Die gibt's jetzt nicht mehr, ne? Oh, furchtbar. Gott, ey. Jetzt können wir noch einen Daumen geben. Jetzt können wir nur Daumen machen. Daumen machen? Ja, der Daumen gemacht. Respekt dafür. Okay. Ja, YouTube. Es ist wirklich immer wieder ein Fest. Dafür haben wir jetzt unsere Homepage. Auf der wir YouTube verlinken. Ja. Wir sind ja eh bald auf D-Tube. D-Tube, weil da kann man richtig Coins farmen. Die sind, glaube ich, gerade im Kommen. Ja, die Coins. Warte, vielleicht mal gucken. Die Steemits? Steemcoins oder was? Nö, alle. Ich gucke mal. Das interessiert mich echt mal. Ich gucke mal, ob die Steemits, Steemcoins ansteigen. Oh, scheiß Silber. Das war eine Kalle. Oh, witzig. 8.888,05 €. Für den Bitcoin oder für den Steemit? Für den Bitcoin. Steemit ist hier drin. Ich habe hier diese App, wo ganz schön viel... Hast du die halb offen? Versteht wieder keiner den Witz. Mach mal kurz ein bisschen Entertainment, während ich gucke, ob Steemit dabei ist. Also, Herr Otis hat ja gerade seine E-Mails halb offen, deswegen mache ich jetzt hier Schlussplädoyer. Steem für 3 Euro? Ich weiß nicht, ob das nicht der Steam, ist. Nicht Steem, nein, Doppel-E. Doppel-E. Doppel-E? Fuck, ist er das? Dann ist der um die Hälfte gesunken. Das ist aber ein Jammer. Ja. Der sollte doch eh konstant bleiben. Ja, oder? der sollte gleich bleiben mit dem. Ist ja auch egal, Leute. Ich langweile euch hier. Ich wollte ein Schlussplädoyer halten. Wir haben auf jeden Fall über viele lustige Sachen gesprochen. Logan Paul, Jake Paul haben wir jetzt ausgelassen. Ist auch egal. Wir wissen das. Ich war übrigens auch schon in diesem Suicide Forest. Zumindest so kurz paar Meter drin. Schöne Sache. Ja, gut, hat es glaube ich gut zusammengefasst. Waren da literally dead literally trees in this forest? Dead trees, überall. Okay. Hanging from the Boden.
wie dem auch sei. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder mal so zahlreich eingeschaltet habt und die 1000 Views. Keiner dieser Zuschauer hat zahlreich eingeschaltet. Doch. Das ist das Dümmste, was man doch sagen doch, kann. Doch, doch, doch. Die machen, die hören das immer jeden Tag 10 Minuten. Das sind 10, 6 Klicks. Scheiße. Nein, zu sagen, dass jemand zahlreich was gemacht hat. Schön, dass ihr so zahlreich aktiv seid. Die Musik ist so laut. Keiner ist zahlreich. Ich höre überhaupt nicht, was du sagst. Ich würde auch noch Lazio.